Grüezi miteinander. Hast du dich auch schon gefragt, wann es für den Narzissten mal genug ist? Die Antwort ist einfach: nie. Und wenn doch, gehen seine Ansprüche eben nur wieder von vorne los. Dies ist die zweite Folge der 24-teiligen Serie über narzisstische Verhaltensweisen. Herzlich willkommen. Ich bin Delia Schreiber, ich bin Psychologin und Psychotherapeutin. Wenn du mit einem Narzissten zu tun hast, kennst du wahrscheinlich diese oft völlig überzogenen Erwartungen, die sie an dich oder andere haben können. Erwartungen haben viel mit genug oder nicht genug, mit richtig oder falsch zu tun. Es fängt damit an, dass man Tomaten richtig oder falsch schneiden kann, die später, wohlgemerkt, zu Soße verarbeitet werden. Das ist übrigens ein Insider unter kochenden Missbrauchsopfern. Ihr glaubt nicht, wie oft ich davon schon gehört habe. Aber es geht nicht nur um Schneidetechniken. Alles im Leben des Narzissten kann man richtig oder falsch machen. Und du machst es falsch. Richtig macht nur er es oder sie. Gilt immer für beide Geschlechter. Das hört sich für dich larmoyant und übertrieben an? Nope, leider nicht. Ein Grundgefühl pflastert die Straße von Opfern narzisstischen Missbrauchs, das Gefühl, nie zu genügen, es nie wirklich richtig zu machen, sich wieder nicht genügend Mühe gegeben zu haben. Und das liegt an der maßlosen Anspruchshaltung des Narzissten. Lass mich dir ein paar Beispiele nennen. Du hast nicht an ihrer Nasenspitze abgelesen, dass sie nicht zu dieser Party gehen wollte. Und nun schmollt sie, schweigend, seit 3 Tagen, während du versuchst, ihr die Welt zu Füßen zu legen, um sie zum Einlenken zu bewegen. Du hattest als Kind durchgehend gute Noten und bei jeder Note sagte dein Vater, na na, das nächste Mal aber ohne Kommafehler. Oder Lob gibt es, wenn du einen Magna Cum Laude Uni-Abschluss schaffst, alles andere ist eine Selbstverständlichkeit. Deine Freundin kommt immer wieder mit neuen Ideen, wie ihr eure Beziehung endlich spannend gestalten könntet, denn ihr ist ständig langweilig und euer Zusammensein so gar nicht Hollywood-like. Du getraust dich mal wieder, deinen Partner zu verführen, so wie er sich das immer wieder wünscht. Und du hast an alles gedacht. Das rote Negligé, die High Heels, nicht zu viel Parfum. Und er weist dich zum x-ten Mal ab. Begründung diesmal, oh, du hast einfach kein Gespür für den richtigen Moment. Du gehst mit deiner alten Mutter auf die Post. Und nein, sie ist nicht dement. Sie stürmt an der Warteschlange vorbei, drängelt sich nach vorn und erklärt den empört Wartenden hoheitsvoll: Ich bin eine hochverdiente Person des öffentlichen Lebens und es ist nicht zumutbar, dass ich hier wie ausgestellt anstehen muss. Peng, das war's. Du stehst betreten daneben und möchtest gerne im Boden versinken. Du sollst stets die super Vorzeigegefährtin, der perfekte Ehemann, die ideale Angestellte etc. sein. Das Problem? Du kriegst nie mit, wie denn perfekt genau auszusehen hat. Die konkreten Erwartungen bleiben im Nebel, sodass du, auch wenn du auf die wilde Idee kommen solltest, die überrissenen narzisstischen Ansprüche mit aller Kraft zu erfüllen, immer und immer wieder scheitern wirst. Und auf deine Nachfrage, was und wie genau sich der Narzisst etwas wünscht, wird immer nebulös geantwortet werden. Oder aber mit einem Satz wie: Jetzt muss ich mich setzen, das gibt's doch nicht. Wie oft muss ich dir das denn noch sagen? Und dann sagt er wieder nichts. Du sollst deine bedingungslose Hingabe von Tag zu Tag erneut beweisen, indem du 24/7 zur Verfügung stehst. Wie Kleinkinder erwarten viele Narzissten eine augenblickliche Reaktion auf Nachrichten, Anrufe oder jedes ihrer Bedürfnisse. Genauso fordern viele von ihnen ständige Bewunderung. Auch dann, wenn sie gerade den größten Blödsinn gemacht haben. Gerade dafür wollen sie bewundert werden. Du sollst sie dann positiv gaslighten und ihnen sagen, dass sie es ganz toll gemacht haben, nichts davon in ihrer Verantwortung lag und die anderen schuld waren. Wage nicht, Kritik, auch nicht in ihrer schönsten Form, als Wunsch anzubringen. Das könnte in eine üble Schimpftirade oder tagelanges Schweigen münden. Du siehst, narzisstische Erwartungen sind nicht von dieser Welt und ganz sicher ist der Narzisst nicht bereit, seine eigenen Erwartungen, die er an andere hat, selbst zu erfüllen. Er misst grundsätzlich mit 2 ganz verschiedenen Maßstäben.
Bewahre den Kontakt zu dir selbst, bleib nah an deinen Bedürfnissen und Wünschen und lerne, deine Grenzen zu setzen. Lass nicht zu, dass unrealistische Erwartungen dein Leben bestimmen. In der nächsten Folge schauen wir uns die narzisstische Verantwortungslosigkeit an. Danke fürs Zuhören und bis bald.